Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einem weiteren Spitzengespräch, wobei die Gesprächspartner sind, glaube ich, schon ein wenig bekannt, also zumindest bei mir oder von mir aus, aber auch meine Partnerin, nämlich die Gunnar von der Erden, ist inzwischen bei uns schon mehrfach unterwegs gewesen, ist auch an führender Position in dem Konzept von Manuel Buster drin. Der Epigenetik, Genetik-Coach. Und von daher würde ich sagen, brauchst du keine große Geschichte mehr zu erzählen, aber ein paar Worte zu dir für die, die dich nicht kennen, dass man weiß, wo du herkommst und was du zu bieten hast. Ja, total gern. Also mein Name ist Corinna van der Erden. Von der Berufsbezeichnung nennt man mich Applied Functional Medicine Practitioner. Also es ist ein Zungenbrecher. Jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, bin ich froh. Also man hört, ich habe meine Ausbildung und mein Studium in den USA gemacht zur funktionellen Medizin und bin da jetzt schon seit wirklich langer Zeit tatsächlich. Es ist erstaunlich, man wird ja immer älter jedes Jahr, ne? Aber ich bin schon einige Jahre unterwegs in diesem Bereich. Und tatsächlich am Anfang sehr einsam im deutschsprachigen Raum. Funktionelle Medizin war ja überhaupt nicht bekannt, war überhaupt kein Begriff und habe dann tatsächlich vor Jahren einfach aus Einsamkeit ein Netzwerk gegründet für funktionelle Medizin, weil ich dachte, man muss ja auch einen Austausch schaffen. Und da habe ich dann damals den Manuel Burzler kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt einfach auch nur Arzt war. Also kein Mensch kannte ihn. Und der hat dann irgendwann, das war ganz lustig, hat er gesagt, können wir nicht mal zoomen? Und dann haben wir im stillen Kämmerlein abends, weiß ich noch, bei ihm war es super dunkel, keiner hat sich richtig gesehen, haben wir über den Epigenetik-Coach gequatscht und haben so ein bisschen philosophiert. Und er hat gesagt, er möchte in die Richtung ein Projekt machen. Und ich habe gesagt, das würde ich super gerne auch, weil tatsächlich ist es ein sehr großes Herzensprojekt von mir. Ich habe, mein Dad ist sehr früh verstorben und ich bin lange Zeit gependelt. Also die Zeit, als der im Kranken in der er im Krankenhaus war, immer von Köln nach Stuttgart und zurück. Und in der Zeit habe ich das Buch gelesen, Dirty Jeans von Ben Lynch, und habe mich damit ehrlich gesagt abgelenkt und über Wasser gehalten und positiv gehalten, weil ich gedacht habe, das ist so ein spannendes Thema, dazu möchte ich mal gerne ein Programm machen. Und als der Manuel gesagt hat, er will genau das machen, war ich natürlich Feuer und Flamme und ja, der Rest ist Geschichte. Und zwar eine gute Geschichte, wie wir wissen, erfolgreiche Geschichte, die aber auch zeigt, dass das, was ich seit einiger Zeit ja bitter immer wieder feststelle, dass die Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft grottenschlecht geworden ist. Ja? Aber nicht, weil die Leute dumm und faul sind, sondern weil die Medien, die es eigentlich machen müssten, die wir ja auch bezahlen, jeder zahlt seine Rundfunksgebühr jeden Monat, und bringen statt Informationen, bringen sie nur Werbemaßnahmen für irgendwelche Großkonzerne. Und auf diese Weise verdummen uns die Leute. Also müssen wir was dagegen tun, und heute haben wir beschlossen, über die Ernährung zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor, den viele, viele unterschätzen, denn wenn der Nachschub für den Körper nicht stimmt, wie soll er funktionieren? Tatsächlich. Und das ist tatsächlich auch das Grundprinzip der funktionellen Medizin ist immer Food First. Und das ist der erste Punkt, an dem wir starten, sowohl um dem Körper mehr von dem zu geben, was er braucht, so wie du gesagt hast, wir brauchen ja Nährstoffe, als auch um zu sehen, was möglicherweise Trigger ist, ne? Weil die Sache ist, die funktionelle Medizin ist eigentlich, ist ja eine Ursachenmedizin und ist eigentlich recht einfach. Man sagt eigentlich, mach einfach mehr von dem, was dir gut tut und weniger von dem, was dir schadet. Und der erste Ansatzpunkt sollte natürlich das sein, was wir ständig tun, ne? Also dementsprechend guckt die funktionelle Medizin auf die Lebensstilfaktoren und das, was wir wirklich ständig tun, ist neben dem Atmen Essen. Wir essen einfach sehr, sehr häufig mehrfach am Tag und dementsprechend ist es total wichtig zu schauen, wovon sollte ich mehr essen, was tut mir gut und wovon sollte ich weniger essen, was tut mir schlecht. Und dementsprechend ja, ist das Thema Ernährung ein ganz zentrales in der funktionellen Medizin. Vielleicht auch manch einer nicht weiß, dass die Nahrungszufuhr ein elementarer Trieb ist. Ja, neben dem Sexualtrieb der größte Trieb, denn wenn ich nichts esse, gehe ich ein wie eine Primel ohne Sonne. Das heißt, ich bin wertlos für die Community, ich kann der Community nicht helfen, deswegen muss ich mich ernähren. Daher dieser Trieb. Nur wenn dieser Trieb ja falsch gelebt wird, wie auch beim Sexualtrieb, dann geht das halt in die Brüche, und das ist nicht gut. Auf der anderen Seite, ich verstehe das nicht, dass du dich jetzt noch bemühen musst. Wir haben doch so viele Ansätze. Wir haben Fast Food, wir haben Paleo Food, wir haben jede Menge an Dingen. Und offensichtlich
Also wenn ich dran denke, in der Pandemie war das Erste, was ausverkauft war, die Toilettenpapier. Und da haben ja alle drüber gelacht, aber mir ist das natürlich klar geworden. Stell dir vor, du sitzt zu Hause und kannst dir den Hintern nicht mehr abputzen. Wird ja eine Katastrophe, wenn du 4 oder 5 Mal am Tag eine halbe Rolle brauchst, weil du eine schlechte Verdauung hast. Ich hab einen ganz bösen Witz gemacht nach der Pandemie und dann kam ja die nächste Krise, wo dann die Leute plötzlich Sonnenblumenöl gekauft haben, wie die Geistesgestörten. Und dann hat mich irgendjemand gefragt, was ich denn glaube, was sie damit machen mit dem Sonnenblumenöl. Und da habe ich gesagt, ich denke, sie frittieren das Klopapier. Also, natürlich ein böser Witz, aber tatsächlich ist einfach, also die Sache ist, ja, also man braucht sehr viel Klopapier, wenn man eine schlechte Verdauung hat, dann wird das natürlich plötzlich zum zentralen Faktor und zu einer Sache, die tatsächlich auch natürlich Panik verursacht, wenn man zu wenig hat. Und in der nächsten Krise hat man eine Substanz in Massen gekauft, die einen hochinflammatorischen Einfluss auf den Körper haben kann. Also es geht ja gar nicht darum, ich kann total verstehen, dass diese Krisen Ängste geschürt haben, aber die Art und Weise, wie die damit umgegangen ist, zeigt eben, dass das Grundverständnis gar nicht da ist und was eigentlich wirklich relevant ist und was irrelevant ist. Und du hast gerade so schön gesagt, na, Essen ist auch Trieb. Du hast mich ja irgendwann angesprochen, ob ich mit euch die Ausbildung machen kann für die Akademie für menschliche Medizin, ob ich da das Ernährungsmodul übernehmen kann. Und in dem Ernährungsmodul spreche ich tatsächlich die erste Zeit hauptsächlich über das Thema, was Nahrung eigentlich neben dem tatsächlich, neben der Nährstoffversorgung, neben den Mikro- und Makronährstoffen und neben dem Thema Blutzuckerregulation, was alles eine Rolle spielt, aber was es eigentlich ist. Und es hat ganz, ganz viele Funktionen. Und dementsprechend ist es auch so schwierig, darüber zu reden, weil für viele ist Nahrung so emotional behaftet, dass eine Ernährungsveränderung massive Einflüsse hat und eben eher auf der psychologischen und gesellschaftlichen Ebene als jetzt auf der eigenen, ne? Und es ist so schwierig, selbst wenn man sich selber überzeugt und man weiß selber, man möchte was verändern, gesellschaftlich diese Veränderung durchzutragen. Also es ist schwieriger, seine Ernährung zu verändern, als aufzuhören, Alkohol zu trinken oder als anzufangen, Alkohol zu trinken, tatsächlich, ne? Man eckt Ja. einfach immer an, ne? So. Essen muss jeder. Ja, Man es kann also nicht einfach aufhören zu essen. Beim Alkohol ist das Problem einfach. Höre ich auf zu trinken, fertig bin ich trocken. Aber ich muss wieder essen und dann geht das wieder los. Und das Genau. andere, was ja auch noch ganz wichtig ist, was wir gelernt haben, sehr mühsam, aber jetzt glaube ich ganz gut wissen, dass es die Achse vom Gehirn ins Darm gibt und vom Darm ins Gehirn, also rauf und runter. Wenn da oben was nicht passt, geht es da unten in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes? Wenn es da unten nicht in Ordnung ist, habe ich oben plötzlich Kopfschmerzen oder. Ja? Also es ist eine wirkliche innige Verbundenheit und darüber ein bisschen mehr zu hören, wäre gut. Ja, also tatsächlich, also die Darm-Hirn-Achse ist auch ein super spannender Forschungsbereich und es ist wirklich, ist total interessant, weil man ja immer denkt, der Kopf steuert das, was wir essen wollen. Aber das Nervensystem geht eigentlich primär vom Magen zum Kopf. Ne? Es macht auch total Sinn, weil der Magen, also das, was wir quasi zu uns nehmen, ja die meiste Kontaktfläche bietet zu unserer Außenwelt. Und dementsprechend ist es total logisch, dass unser Nervensystem da sitzt und quasi über unseren Mageninhalt und über das, was da so passiert, unserem Gehirn signalisiert, bin ich in Sicherheit, ist alles gut, bin ich gut versorgt, bin ich stabil oder eben auch nicht. Ne? Und dementsprechend, auch wenn dann, es ist ja oft, auch wenn wir über Ernährung sprechen, ist ja viel so das Gefühl Schuld dabei, dass man das Gefühl hat, man weiß, man sollte was anderes essen und man möchte es gerne, aber man kann nicht und man fühlt sich schuldig. Und das ist, wenn ich mit Leuten arbeite, immer eine meiner primären Aufgaben, diese Schuld zu nehmen und zu zeigen, okay, das, was da passiert, hat eine inhärente Logik. Und wenn ich dir zeige, wie du deinen Körper unterstützen kannst, damit er aufhört, dich in diese Richtung zu steuern, dann wird eine bestimmte Ernährungsumstellung auch viel einfacher sein. Und dann kannst du es auch wieder durchhalten, nicht durch alleinige Willenskraft, sondern weil dein Körper nicht ständig die falschen Signale senden muss. Die Coaches erzählen immer ganz gerne ihre eigene Geschichte, warum sie zu dem geworden sind, was sie sind. Wie war denn das bei dir? Tja, also wie war das bei mir? Also tatsächlich bin ich schon ganz, also wir reden ja auch über das Thema Unverträglichkeit und das ist tatsächlich ein Thema, das war bei mir ganz früh ein riesengroßes Thema. Ich bin ja ursprünglich Betriebswirt und bin schon immer ein sehr, sehr leistungsorientierter Mensch gewesen. Also ich war immer gut in der Schule, also ehrlich gesagt am Anfang nicht, aber plötzlich war ich sehr gut in der Schule, habe immer sehr viel Leistungsdruck gehabt
und habe dann parallel, ich habe an der Berufsakademie studiert, das ist eine Ausbildung und ein Studium gleichzeitig, und habe währenddessen auch noch in mehreren Fitnessstudios gearbeitet. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, auch mit Liebe. Ich habe das alles gerne gemacht, aber es war ein sehr großer Stress. Und in der Zeit, logischerweise, entwickeln sich dann so Dinge wie Magenprobleme. Und ich habe immer gedacht, das ist alleine stressbedingt, ne? Und habe dann aber, bin dann von zu Hause ausgezogen und habe angefangen, selber zu kochen. Und in dem Moment, wo ich sehr gut steuern konnte, was ich esse, hat sich plötzlich auch das Thema verändert. Also es war wirklich so, dass in schlimmsten Zeiten musste ich am Abend andere Hosen tragen, weil ich so einen dicken Bauch gekriegt habe über den Tag und so, also fürchterliche Schmerzen. Und plötzlich war das weg. Und klar habe ich meine Ernährung verändert und habe dann aber, ich war mit anderen Themen beschäftigt, mich gar nicht mehr so großartig damit beschäftigt, habe dann mein BWL-Studium beendet und war dann auch da wieder sehr erfolgreich in Banken und Unternehmensberatungen und überall unterwegs. Und ja, dann bin ich schwanger geworden, wie das so passiert bei Frauen. Wir haben einen regionalen Wechsel gehabt. Ich konnte nicht zurück in den Job, den ich ursprünglich hatte, und habe dann mal gedacht, okay, was will ich denn eigentlich machen mit meinem Leben? Und habe dann entschieden, ich möchte gerne was mit Gesundheit machen. Das war immer schon das Thema, was mich getriggert hat. Hat ein Personal Training Studio aufgemacht für Frauen in der Rückbildungsphase und habe da viel Sport mit denen gemacht und habe dann aber natürlich auch das Thema Ernährung integriert und gemerkt, okay, eigentlich geht es aber in der Ernährung gar nicht so darum, wie ich dachte, primär um das Thema Abnehmen, sondern es ging primär darum, dass die Menschen nicht abnehmen konnte, weil gesundheitlich im Hintergrund irgendwas nicht gestimmt hat. Und dann habe ich zuerst die Functional Medicine Coaching Ausbildung gemacht. Das ist die Voraussetzung, dass man überhaupt dieses Studium machen kann, weil ich ja keine medizinische Vorbildung hatte. Und danach habe ich 3 Jahre in den USA Functional Medicine studiert. Und dementsprechend kann ich jetzt ja seit einigen Jahren auch als Practitioner arbeiten, also nicht nur als Coach. Also ich bin gar nicht mehr so die Person, die die Menschen durchcoacht durch das Programm, sondern ich bin eher diejenige, die die Richtung vorgibt, und arbeite dann mit Coaches, die dann wirklich im Alltag helfen, dass die Leute das umsetzen können, weil ich mir schon bewusst bin, wenn ich sage, ach, wir machen das ganz einfach, wir eliminieren jetzt mal Gluten und Milchprodukte und du bewegst dich einfach ein bisschen mehr und wir machen Herzratenvariabilitätstraining und du atmest einfach und schläfst besser, dann ist es eine Liste, die für uns total logisch klingt, aber für die Person ist es eine Riesenhürde, und da sind eben Coaches unglaublich wichtig, um dann diese Dinge, die notwendig sind, machbar zu machen, damit sie eben nicht zum zusätzlichen Stressfaktor werden. Du hast jetzt das praktisch schon ein bisschen eingedeutet. Die Functional Medicine oder funktionelle Medizin ist ja so langsam auch ein Schlagwort geworden, auch im Mainstream-Medizin sagen, ja, funktionelle Medizin, wobei die weit davon entfernt sind, das zu tun, was ja in der funktionellen Medizin getan wird, ursachenbezogen anzufangen, und zwar systematisch. Und da ist die Frage, geht das auch systematisch im Bereich der Ernährung? Das muss tatsächlich systematisch gemacht werden, weil anders kommt man dem Problem nicht auf die Spur, weil jeder, der Verdauungsbeschwerden hat, oder man packt das ja immer unter diesen Reizdarmbegriff zusammen, ne? Jeder, der irgendwie einen Reizdarm hat, ob es Verstopfung oder Durchfall oder Blähungen oder Magenschmerzen oder was auch immer, wenn man diese Diagnose hat und dann anfängt zu googeln, dann wird man zu seinen Symptomen immer unterschiedliche mögliche Ursachen finden. Und wenn man das tatsächlich nicht systematisiert, dann kann man auch keine Lösung finden, ne? Und das ist tatsächlich das Problem. Dann fängt man an, also ganz häufig ist es ja so, dass die Leute sagen, okay, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Magenschmerzen, ich habe Blähungen, ich möchte mich gesünder ernähren. Also was ist eine gesunde Ernährung? Dann fängt man an zu googeln, und ich meine, es ist ja sehr naheliegend, dann fängt man an, mehr Gemüse zu essen, und schon geht's los. Riesenbauch, Bauchschmerzen, Blähungen, ne? Häufig auch mit viel Geruch, ne, die Blähungen, also eine super unangenehme Situation, obwohl man eigentlich das Richtige getan hat, nämlich Gemüse gegessen, ne? Und dann ist es ja so, dass die Leute dann natürlich weiter googeln, und dann kommt man relativ schnell auf die unterschiedlichen Konzepte, ob das jetzt Low Carb ist oder ob es eine lektinfreie Ernährung ist oder ob es eine salicylatfreie oder eine Paleo-Ernährung. Und das Problem ist aber einfach, dass jede Ernährungsform, die eine Sache ausschließt, andere Dinge mehr gewichtet. Und solange ich nicht weiß, ob ich nicht gerade auf das, was höher gewichtet ist, vielleicht mit einem Problem reagiere, weil ich es nicht verdauen kann, weil ich es nicht absorbieren kann, weil es vielleicht meine Motilität einschränkt, dann sollte ich eben diese Ernährungsform, auch wenn sie für meinen Partner oder für meine Schwester oder für meine Mutter die ideale ist, eben gerade nicht durchführen. Und dementsprechend ist eine Systematisierung, was Nahrungsmittel
Unverträglichkeiten angeht, super wichtig. Und also ich bin auch der festen Überzeugung, ich sehe das jeden Tag, dass das möglich ist. Man kann das systematisieren, wenn man versteht, warum man auf unterschiedliche Dinge eben reagiert. Und jetzt kommt der Hinweis, kaufen Sie einen Test, dann wissen Sie Genau. alles. Ja, Ist dem so? wenn es so einfach wäre, ja. Dann wäre ich reich. Obwohl tatsächlich ist das ja das, was einem dann immer vermittelt wird, weil wir wissen ja alle, die, ne, also Facebook und Konsorten hören mit, und wenn wir dann sagen, oh, wir haben hier Beschwerden, dann kommt am nächsten Tag gleich die entsprechende Werbung für das angebliche Allheilmittel. Entweder ist es ein Supplement oder eine Kapsel oder eine Pille oder ein Test. Und auch da ist es total wichtig, dass man versteht, ja, man kann testen und ich liebe funktionelle Diagnostik, ich teste sehr, sehr viel, aber man muss wissen, was man womit testet und was man aus welchem Test lesen kann. Und Deutschland ist ein Mikrobiomland. Also wir sind ja sehr, sehr, haben eine sehr lange Geschichte, was das Thema Mikrobiom angeht. Und ganz häufig ist dann der erste Schritt, auch wenn man zum Arzt geht, dass der eine Mikrobiomanalyse macht und sich anguckt, ja, also auch da, was guckt man sich in den meisten deutschen herkömmlichen Mikrobiomanalysen an? Einfach so ein bisschen das Mikrobiom, das klingt dann total lateinisch, weil da sind viele lateinische Tierchen drin, ne? Aber lesen kann man relativ wenig davon, ne? Und die Intervention ist in der Regel, dass man dann sagt, okay, nimm ein Probiotikum, ne? Das hätte man dann aber auch ohne den Mikrobiomtest machen können. Also wenn Ich stimme dir zu. Ich habe mindestens 10 solcher Teste aus den vergangenen Jahren und es ist das Hornberger Schießen gewesen. Es ist nichts dabei rumgekommen. Gut, natürlich habe ich dann auch, ich habe ja Connections, und dann habe ich mir die entsprechenden Probiotika geholt, habe die eingeworfen. Ich weiß, wie viele Wochen, als die Großpackung alle war, war nichts passiert. Ja, also Ja. das kann es offensichtlich nicht sein. Was machst du anders? Was machen wir anders? Wir nutzen zum einen, wenn wir Mikrobiomtests machen, und die machen wir häufig, wobei ich sie tatsächlich bei Leuten, die einfach einen Reizdarm haben und Unverträglichkeiten, da würde ich sogar für andere Tests erstmal machen. Aber wenn wir einen Mikrobiomtest machen, nutzen wir Tests, die tatsächlich funktionell ausgerichtet sind, das heißt an der Funktion. Und zwar gucken wir uns an, also wir gucken uns die Verdauung an, das ist ja der primäre Schritt des ganzen, ja, des Verdauungsprozesses, wenn wir Nahrungsmittel nicht vertragen. Das heißt, es ist wichtig, dass das Mikrobiom, die Mikrobiomanalyse, Verdauungsparameter enthält. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur das Mikrobiom im Darm angucken, sondern auch beispielsweise den H. pylori. Das ist ein Keim, der im Magen sitzt. Und dieser H. pylori ist sehr weit verbreitet. Und wenn man den hat, also wenn man quasi einen H. pylori-Überwuchs hat, dann unterbindet der H. pylori die Verdauungsfunktion ganz von Anfang an. Weil, also es ist ein ganz netter kleiner Kerl, der sitzt in unserem Magen und der ernährt sich von der Magenschleimhaut. Das heißt, wenn man den hat, dann hat man weniger Magenschleimhaut. Und dann produziert der Körper zum Schutz weniger Magensäure, ne? Weil Magensäure verdaut Eiweiß. Unser Magen wäre aus Eiweiß. Wenn da nicht Schutzschleim ist, dann ist es total logisch, dass der Körper weniger produziert. Und das Problem ist, wenn wir weniger Magensäure produzieren, haben wir ein weniger saures Milieu. Und auch das, was weiterläuft, der gesamte Verdauungsbrei, hat nicht mehr den richtigen pH-Wert. Und das, was danach kommt, die Enzyme, sind pH-abhängig. Das heißt, wir können auch im nächsten Schritt nicht mehr richtig verdauen. Das heißt, wenn wir nicht gucken, ob der H. pylori hier oben ist, können wir überhaupt nicht sagen, was wir an weiteren Stellen verändern sollen. Weil dann würden wir quasi, wir würden unten reparieren und oben, ne, wenn wir das Loch nicht stopfen, können wir in den Eimer so viel Wasser machen, wie wir wollen. Es läuft immer wieder aus, ne? Das heißt, ich muss eine Gastroskopie machen. Nein, tatsächlich kann man über den H. pylori, misst man in funktioneller Stuhldiagnostik, kann man den H. pylori. Okay, also der kommt dann bis unten, kommt der, reißt der mit und kommt dann unten an. Genau, das ist ja genetisch, ne? Man misst quasi Genmaterial, und der H. pylori, den kann man gut erkennen, und dann würde man eben an der Stelle beginnen, ne? Und dann muss man eben verstehen, wenn der H. pylori da sitzt, ne, und das Verdauungsmilieu so verändert, dass man dann eben beeinträchtigt ist, was die Verdauungsfunktion angeht, insbesondere was Eiweiß und B-Vitamine angeht und Mineralien, ne? Und dementsprechend kann man dann schon schlussfolgern, wahrscheinlich gibt es da auch Defizite und kann dementsprechend unterstützen. Man kann die Verdauung unterstützen, das ist ja auch was man machen kann über Supplemente. Man kann dem Menschen wieder helfen, wieder eine ordentliche Schleimhaut zu bilden. Und man weiß dann aber auch, weil diese Sekrete, die wir haben, also die sind ja nicht nur zum Verdauen da, sondern die haben auch antimikrobielle und antibakterielle und antifungale Wirkung, also die ganzen Verdauungssekrete. Und wenn ich das nicht gut kann, ne, das sehe ich ja an den Verdauungsparametern, dann weiß ich auch, oh, wahrscheinlich
ist auch das Gleichgewicht nicht optimal. Wahrscheinlich wachsen da Dinge, die nicht wachsen sollen. Gibt es Populationen, die größer sind, als ich sie mir vorstellen möchte, weil ich eben nicht ausreichend Schutz habe, ne? Und dementsprechend, wenn ein Mikrobiomtest, dann einen, der wirklich diese unterschiedlichen Parameter mit anguckt. Heißt, wenn der Keim positiv ist, dann wird er nicht eradiziert, wie das die Schulmedizin macht, mit ihrem Antibiotikum, sondern wieder über das Essen gesteuert. Tatsächlich, also je nachdem, wie stark dieser H. pylori da ist und wie, es gibt da auch Virulenzfaktoren, auch das ist ein wichtige Frage, ob der wirklich virulent ist oder ob einfach nur da ist, weil H. pylori ist tatsächlich sehr stark verbreitet. Sollte man tatsächlich da was dagegen machen? In der funktionellen Medizin geht man in der Regel erstmal über Supplements, also über bestimmte Kräuter, die man da nutzt und natürlich aber auch über den Lebensstil, ne? Über Esshygiene, ordentliches Kauen, langsames Essen, nicht zu viel trinken, ne? Und kommt quasi von unterschiedlichen Seiten, ne? Damit der H. pylori zurückgedrängt wird in ein erträgliches Maß, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Wir haben in der Medizin, oder ich denke, das ist überall, aber in der Medizin ist es, finde ich, jetzt in den letzten Jahren so prägnant geworden, immer die Tendenz, dass wir neue Techniken ermitteln, Dinge zu sehen, von denen wir dann feststellen, die haben auch einen negativen Effekt und dann fängt man an, sie zu bekämpfen, ne? Ohne zu sehen, dass wir schon lange koexistieren mit diesen Dingen und dass unser Immunsystem eigentlich mit ihnen groß geworden ist. Und dass auch, wenn wir Dinge bekämpfen, das eine Folge hat. Also nicht nur, wie wir das mittlerweile alle wissen, wenn wir ein Antibiotikum nehmen, dass nicht nur die Bakterien getötet werden, die wir töten wollen, sondern auch unser Mikrobiom mitleidet. Auch wenn wir was absichtlich kleiner machen, hat es einen Effekt, ne? Und wir haben mittlerweile Gott sei Dank verstanden, dass wir eigentlich auch mit den Parasiten, die in uns leben, auch wenn wir das uns, wenn es eine eklige Vorstellung ist, wir leben mit ihnen gemeinsam. Sie dürfen nicht zu stark werden. Unser Immunsystem muss stark genug sein, um sie in Grenzen zu halten. Aber ganz ohne ist eben auch nicht gut. Und dementsprechend ist es da auch einfach wichtig, mit einem gesunden Menschenverstand dran zu gehen und nicht alles zu töten, was man sieht. Aber wenn wir einen Immuntrigger haben, der das Immunsystem die ganze Zeit triggert und der wirklich verhindert, dass der Verdauungsprozess weiterhin gestört ist, dann gibt es auch Protokolle, auch in der funktionellen Medizin, die quasi gegen bestimmte Bakterien gehen, ne? Bevor wir jetzt alles verraten aus der Auslösung, sollten wir vielleicht dann, oder als Abschluss sollten wir dann vielleicht doch sagen, liebe Leute, es ist ein komplexes Thema und jeder ist seines Glückes Schmied. Das Schlimme ist, ich habe ja nun einige Jahre auf dem Buckel und ich kann mich fast nicht mehr erinnern an die Zeit, wo es anders war. Unsere liebe Regierung und die Parteien behaupten vor jeder Wahl, du kannst tun lassen, was du willst, kannst Huren saufen, fressen. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Wir regeln das für dich. Du kannst immer in die Medizin gehen. Der Arzt macht das. Es geht nicht. Der Arzt kann dem, oder der studierte Arzt kann dem inneren Arzt helfen. Und der innere Arzt sind wir. Es ist unser Körper, der eigentlich top aufgestellt ist, den wir aber jeden Tag sabotieren. Ja, da hast du total recht. Und die Sache ist, ich finde es so schwierig immer weil das ist mir auch immer wichtig. Die funktionelle Medizin geht nicht gegen die herkömmliche Medizin. Und gerade bei dem H. pylori ist ein gutes Beispiel. Manchmal hilft, also natürlich macht es Sinn, erstmal über Supplements sanft dagegen. Aber wenn es nicht funktioniert, muss man möglicherweise doch auch ein Antibiotikum nehmen. Aber dann kommt die funktionelle Medizin wieder und sagt, okay, wie stärke ich denn jetzt das System, dass es danach wieder besser funktionieren kann, damit wir eben wieder ins Gleichgewicht kommen. Und es ist einfach so, dass der herkömmliche Arzt nicht geschult ist weder in der funktionellen Diagnostik noch in den Interventionen, weil, also ich arbeite ja mit meinem Partner zusammen und wir sitzen uns so gegenüber und wir hören dann immer uns natürlich auch gegenseitig zu, wenn wir mit Kunden sprechen. Und die Kunden, die zu uns kommen, die wollen was verändern. Und die wissen, auf was sie sich einlassen. Und nichtdestotrotz haben wir zum Teil stundenlange Überzeugungsdiskussionen, wenn wir quasi an Punkte kommen, die so liebgewonnen sind, ne? Der Glutenverzicht ist so die einfachste Sache, ne? Man macht eine Stuhlanalyse, man macht eine Leaky Gut-Analyse. Die Leute sind sich über sicher, sie haben eine Leaky Gut, sie möchten es auch sehen und wir sehen es dann. Und dann kommt die Diskussion, ja gut, dann sollte man Gluten eliminieren, weil Gluten macht natürlicherweise ein Leaky Gut. Es geht gar nicht anders. Ob man jetzt sagt, Gluten ist gut oder böse, aber es macht einen Leaky Gut. Also, wenn ich gerne dagegen vorgehe, wenn ich möchte, dass mein Darm heilt
und meine Darmpermeabilität sich reduziert, dann sollte ich einen Trigger, von dem ich weiß, dass er da ist, eliminieren. So, und dann geht die Diskussion los, weil die Leute dann sagen, ja, aber muss ich denn jetzt wirklich? Und wie lang muss ich denn? Und es ist so schwierig und jetzt ist es. Und dementsprechend, das kann ein herkömmlicher Arzt in der kurzen Zeit, die er hat, das, selbst wenn er es wollte, er kann es nicht abdecken. Und dementsprechend, natürlich sind wir in einem System groß geworden oder leben wir immer noch, wo uns suggeriert wird, es wird für uns gesorgt, obwohl es nicht getan wird. Aber wir leben auch in einem System, in dem wir Gott sei Dank das Wissen direkt vor unserer Nase haben und mittlerweile auch genug gut ausgebildete Menschen, die uns dabei unterstützen können, in die richtige Richtung zu gehen. Und dementsprechend ist die Eigenverantwortung das Allerwichtigste, dass wir einfach sagen, okay, natürlich arbeite ich mit meinem Arzt, soweit ich komme, aber wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme die Fragen, die Antworten nicht auf meine Fragen oder er hat auch nicht die Kapazität oder einfach auch in dem Bereich vielleicht nicht die Bildung, die ich bräuchte, dann suche ich mir Unterstützung und es geht nicht gegen den Arzt, sondern es geht mit ihm. Das sollte mit dem Arzt gemeinsam gehen, ne? Aber kein Arzt kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich mein Leben, meinen Lebensalltag richtig gestalte, weil der ist viel zu multifaktoriell. Wie soll man das in 3, 4, 7 Minuten machen, die man so als Arzt Geht mit seinem. nicht, ja. Und das bringt mich dann zum Abschluss zu meinem Standard- und Lieblingswort. Wissen ist Macht und Unwissenheit ist Ohnmacht. Und wenn wir merken, dass wir Wissenslücken haben in elementaren Bereichen, dann müssen wir die stopfen. Und wenn es Geld kostet, und das kostet nun mal Geld, weil der Aufwand für diese ganzen Lehrgänge ist riesengroß, da macht sich keiner eine Idee von. Wenn man das in Anspruch nimmt, muss man etwas dafür bezahlen. Das etwas ist manchmal auch ein bisschen höher. Nur wenn ich das umlege, selbst wenn ich jemanden habe, der 60 ist, der wird heute locker 80. Und die Frage ist, wie wird er die 80? Wird er ab 70 mit dem Waggeli in der Gegend rumgefahren oder ist er fit, weil er eben weiß, was er zu tun hat? Wenn man dann diese 20 Jahre nimmt und ein paar tausend Euro dagegen setzt, dann sind das die berühmten Peanuts von der Deutschen Bank, was das pro Tag kostet. Ja? Also es lohnt sich, in die eigene Gesundheit zu investieren. Definitiv. Super, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für diesen Teaser, wie man das so schön nennt heute. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele dann oder Interessierte dann demnächst besuchen können oder die uns besuchen und wir ihnen das Wissen weitergeben. Wobei vielleicht noch eine Message wichtig ist: Wir haben keine tiefe Ausbildung, sondern wir machen eine breite Ausbildung bei unserer Akademie. Weil wir gesehen haben, es gibt unheimlich tolle Sachen, wie zum Beispiel auch einen Epigenetik-Coach-Kurs, wo man in die Tiefe geht, wo man wirklich das Wissen vermittelt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht weiß, dass ich mich bewegen muss, wenn ich nicht weiß, über die Ernährung haben wir gesprochen, wenn ich nicht weiß, dass ich in die Sonne gehen muss, die ja inzwischen noch viel mehr Dinge hat, wenn ich nicht weiß, dass ich vielleicht auch oben angebunden sein muss. Alle diese Dinge, die wollen wir in diesem großen, ja, Lebenszyklus unterbringen. Und dann kann man von da aus weitermachen, Stück für Stück, dass man wirklich zu einem Meister der Lebenskunst wird. Ja. Okay, dann nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zum besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.